Natürlich braucht man ein bisschen Talent, um ein Weltklasse-Torhüter zu werden. Aber man kann vieles mit Trainingswille gut machen. Gut, Männer, wir laufen 5 Minuten ein, nur ein bisschen warm werden, ein bisschen dehnen und dann fangen wir mit dem Spielchen an. Man muss immer viel arbeiten, viel trainieren. Von daher sind es auch oft ältere Torhüter, die sehr lange gespielt haben, Erfahrung gesammelt haben, die dann auch erfolgreich sind. Es gibt natürlich viele Wege, erfolgreich zu sein. Es ist auch ein Unterschied, ob du groß oder klein bist, beweglich, unbeweglich. Aber trotzdem, wenn du mehr investierst, Gas gibst, dann wirst du am Ende auch erfolgreich sein. Ein bisschen Talent gehört natürlich dazu, aber viel Trainingswille und viel Fokus und nicht vergessen, im Tor auch entspannt zu sein, nicht so verkrampfen, weil das bewirkt oft im Gegenteil. Ich spiele mit Aufsetzer, also flach. Gleich immer nur zurück. Ja, genau, immer zurückspielen, versuchen nicht nur hier zu stehen, sondern in der Mitte hochzukommen. Es ist auch so, den einfachsten Weg, mehr Erfahrung zu sammeln, ist, wenn du im Tor stehst, vollen Fokus darauf zu haben, das Richtige zu machen. Nicht abgelenkt zu sein, nicht an was anderes denken, sondern an jeden Ball denken, immer jeden Ball halten zu wollen, aber das auch richtig machen zu wollen. Und wenn man im Tor steht, dann trainiert man auch, den Ball zu halten und man macht keine anderen komischen Sachen.